Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jurassic Park mit der lieben Myrion, die hier neben mir steht. Hallo. Ja, und beim letzten Mal, also wir haben beim letzten Mal zusammen im Livestream gespielt und da ist was passiert, nämlich der T-Rex ist aus dem Gehege ausgebrochen. Ich zeige euch das mal einmal ganz kurz. Ich glaube, der ist einfach ausgewachsen jetzt, oder? Müsste doch da stehen. Schon voll viel abgerissen, auch die Lampen und so. Aber was ist die, Lohmann? Wenigstens kommt er nicht raus. Dann müssen wir uns dann nochmal was überlegen, wie wir das machen mit dem Zaun. Oh ja, der reißt hier echt alles ab. Oh, der reißt sogar den Elektrozaun ab! Oh mein Gott! Oh mein Gott. Der rastet komplett aus. Oh mein Gott. Wieso kommt der denn durch den Elektrozaun durch? Oh mein Gott. Der reißt alles ab. Oh, was machen wir denn jetzt? Er ist der König der Welt. Ja, und genau deswegen müssen wir jetzt heute den Tyrannosaurus Rex zähmen, damit er hoffentlich nicht mehr hier unseren Zaun durchstößt und in unseren Park eindringt, sage ich mal, und in seinem Gehege bleibt. Ja, und das werden wir heute versuchen. Das wird sehr, sehr schwierig werden, glaube ich. Wir wissen auch noch nicht genau, wie wir es machen wollen, aber wir schauen gleich mal. Übrigens hier, dieser Aufzug. Es haben viele gefragt oder einige gefragt, wie dieser Aufzug funktioniert. Und die gute Myrion hat ein Video, ein Tutorial auf ihrem Kanal gemacht, um euch zu zeigen, wie das Ganze, wie man so einen Aufzug baut. Und ja, das ist unten in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall vorbei, lohnt sich, ist ein sehr, sehr cooles Video. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Höhle des Löwen und schauen mal, ob wir den irgendwie gezähmt kriegen. Kann ich erstmal erklären, wie wir das machen müssen? Wir müssen ihn erstmal schwächen und runterschlagen auf irgendwie 4 Herzen oder sowas. Und dann soll der sich schlafen legen. So habe ich das gehört. Das Problem ist nur, der ist halt saustark, denke ich mal, ne? Ich frage mich halt, ob man das vielleicht mit einem Bogen machen kann. Vielleicht von da oben oder so. Aber der Brachiosaurus zum Beispiel, den kommt man ja auch nicht abschießen, weißt du? Schieß ihn mal ab. Ich glaube, ich habe ihn getroffen, aber ich habe ihm keinen Schaden gemacht. Er steht aber gerade auch so schön eingeklemmt am Zaun oder so, ne? Meinst du nicht, wir könnten uns von oben ransneaken und ihn hauen? Ich weiß nicht, ob die Range dafür ausreicht. Ja, man kann sich ja runterbauen. Ist besser, als wenn ich jetzt so auf ihn zugehe. Pass auf, wenn du auf ihn drauf gehst. Nicht, dass der da wegrennt, weil der hängt ja gerade so gut auf der Klippe. Nee, ist er nicht mehr. Ist er nicht mehr? Ja, das ist aber noch relativ nah am Rand. Ja, das ist gut. Ich versuch's mal von oben. Du kannst ja im Gehege bleiben. Und wirst dann gefressen, im Zweifel. Das wird jetzt eine ganz schöne fiese Sache werden. Ich bin jetzt direkt über ihm. Scheint ihn noch gar nicht zu freuen. Ey, der ist auf jeden Fall nicht happy darüber. Muss noch einen weiter runter auf jeden Fall. Ja, würde ich jetzt auch beißen, glaube ich. Oh, das klappt gut. Nicht schlagen. Jetzt schläft er. Es hat geklappt. Genau, jetzt schläft er. Oh, das hat echt gut geklappt. Das hätte ich nicht gedacht. Jetzt hab ich mich jetzt erschrocken. Und jetzt müssen wir ihnen den Scarab-Gem geben. Den kann man auch finden, wenn man buddelt. Ja, unter den Fossilien halt. Jetzt soll er aufstehen. Und gezähmt sein. Der Dandy, Mann. Das ist ein Feuerwerk. Okay, es hat geklappt. Okay, das ging jetzt echt einfacher als gedacht, dadurch, dass der so an der Klippe stand. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der rennt jetzt die ganze Zeit hinterher. Ist nicht gut. Gott. Der verfolgt dich. Bruder! Sicher? Oder rennt er einfach so random rum? Nein, der rennt die ganze Zeit dahin, wo du auch bist. Die ganze Zeit. Oh ja. Ich reite den jetzt mal, hab ich mal was zu. Also das ging jetzt wirklich einfach, das hätte ich nicht gedacht. Cool. Jetzt habe ich einen T-Rex. Ups. Boah, der hat ja richtig viele Herzen.
Jetzt wollen wir mal hoffen, dass er uns hier das Gehege nicht mehr kaputt macht. Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Und ich würde gerne wissen, wie er mir nicht mehr hinterher rennt, wenn ich ehrlich bin. Wo ich vielleicht einen leeren Block und mache Rechtsklick oder so auf ihn? Ah! Bin komplett überfordert, der drückt mich auch die ganze Zeit weg. Wie macht man das denn? Das müssen wir mal eben googeln. Aua! Der haut mich! Der frisst mich! Von wem? Ich mag dich doch nicht. Ohne der Dandyman, aber der frisst mich! Warum? Ja, vielleicht will er nicht besessen werden. Oh mein Gott, der hasst mich! Ich geh doch immer lieber raus hier. Ist nicht so einfach, wenn der einen so wegdrückt. Alter! Die Tür ist offen! Zu! Oh. Oh mein Gott, er ist... Oh mein Gott! Daniel! Alter, was ist das denn? Ja, jetzt ist er draußen. Ja, was soll ich denn machen, dass der da so mit durch die Tür kommt, so schnell? Ist halt eh komplett doof. Der ist so groß und kann durch so eine kleine Tür, aber das ist ja genau wie dein Brachios irgendwie. Aber warum hasst der mich denn? Ich hab den doch gezähmt. Das verstehe ich nicht. Ich dachte, der läuft mir hinterher, weil er mich mag, weißt du? Und auf einmal beißt er mich. Was ist das denn? Ja, wahrscheinlich, weil du ihn auch angegriffen hast vorher. Okay. Meinst du, der ist jetzt chillig? Also jetzt greift er mich nicht mehr an. Er wollte nur einmal seine Wut loswerden. Ja, einmal seinen Besitzer hauen. Ich hoffe, du hast die Sachen hier nicht aufgesammelt. Nein, habe ich nicht. Ja, gut. Außer 6 Steine. Ja, das Frage ist nur, wie kriegen wir ihn jetzt wieder da rein? Weil du weißt, wenn ich ihn reite, dann passe ich nicht durch die Tür, oder? Nein. Das heißt, du solltest ihn nochmal schlagen und reinlocken und sterben. Das wäre am einfachsten. Dann brauchen wir kein Lockproblem. Ich hoffe, das funktioniert. Hallo? Er kommt, renn! Lauf, Miri! Okay, sehr gut. Jetzt musst du einmal sterben, dann sollte alles... Nicht wieder raus! Nein! Du musst sterben, das bringt nichts. Du musst sterben, es geht nicht anders. Ich könnte ihn auch wegreiten, warte, komm her, ich rette dich. Okay, lauf mal weg. Geh mal raus aus dem Gehege. Hoffen wir mal, dass er jetzt nicht mehr aktiv ist auf dich. Er kommt. Nee. Ich glaube, er hat sich beruhigt. Alles cool? Ja, ich bin draußen. Sehr gut. Okay, das ging aber jetzt wirklich relativ einfach. Einfach, weil wir so ein Glück hatten, dass er da an der Klippe stand. Not bad. Bin ich aber gerade ziemlich froh drüber. Weil ich dachte, das wird ein ganz schöner Akt werden. Haben wir jetzt wirklich gut gelöst gekriegt. Ich hoffe, der macht jetzt hier echt nichts mehr kaputt. Aber der von Magnus, der chillt ja auch. Wie kann man denn so einem Dinosaurier eigentlich befehlen, dass der stehen oder sitzen bleibt? Weil es geht ja zum Beispiel bei manchen Sauriern, habe ich ja schon gesehen, bei Magnus mit dem Triceratops zum Beispiel. Ich weiß es leider nicht. So, der Rexy ist gezähmt und Miri und ich arbeiten jetzt hier vorne weiter. Ich denke mal, sie macht hier am Eingang weiter. Ich werde innen drin dann die Arbeiten weiter fortführen. Für die, die den Stream nicht gesehen haben, wir haben da hinten ein riesiges Pflanzenfressergehege gebaut. Das ist wirklich sehr, sehr groß geworden. Könnt ihr euch gerne im Stream natürlich noch anschauen. Der ist auch in der Minecraft-Playlist oder auf meinem Kanal zu finden. Kriegt ihr, denke ich, hin. Genau, hier haben wir halt die Gullies reingemacht, die Brachios. Aber hier kommen auch noch weitere Dinos rein in das Gehege. Es wird halt so ein großes Pflanzenfressergehege werden. Und ja, ich begebe mich jetzt hier in die Mine rein und werde da ein bisschen weiterbauen. Auch schon sehr, sehr cool hier aus. Bin ich schon sehr zufrieden mit. Aber der Gang muss natürlich noch weitergeführt werden. Und zwar ein ganzes Stück. Ich weiß gar nicht, wie wir das vom Verlauf her am besten machen. Das können wir jetzt erstmal eben einmal grob gucken.
Wir sind jetzt ja schon mal hier. Hier würde man dann rauskommen. Das ist gar nicht so schlecht, wenn man hier rauskommt. Also man könnte halt echt überlegen, hier weiterzubauen und dann einfach rechts eine Treppe hochzuführen. So Leute, ich habe jetzt den Gang hier ein ganzes Stück weitergebaut und ich denke mal, ich werde hier an der Seite dann ja, abbiegen sozusagen und nach oben gehen. Da wird man dann auf jeden Fall auf einer guten Höhe rauskommen. Die Frage, machen wir das mit Treppen oder machen wir das mit so halben? Man könnte ja auch so eine langgezogene Treppe machen, indem man mit halben halt immer nur einen höher geht. Geht ja auch. Also sozusagen so. Finde ich gar nicht schlecht. Finde ich, glaube ich, besser als eine normale Treppe. So, und dann kommt man sozusagen hier nach oben. Und man kann den Gang natürlich noch weiterführen hier und auch noch Abbiegung nach rechts machen oder noch irgendwelche anderen Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel noch ein weiteres Skelett oder so auf der anderen Seite. Das weiß ich noch nicht. Aber erstmal müssen wir jetzt hier uns erstmal ordentlich hocharbeiten. Ich weiß gar nicht, wie hoch wir hinaus wollen. Wahrscheinlich auf die Höhe von der Klippe da vorne. Ich weiß gar nicht, wie hoch ist denn das? Wollen wir eben von hier rüber. Ungefähr auf diese Höhe wollen wir. Also noch zwei Blöcke. So. Und so. Also hier würde man dann rauskommen. Wäre an sich gar nicht so schlecht, ne? Eine sehr lange Treppe. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt zu lang ist, aber geht eigentlich voll klar. Oh Gott, ich bin gerade voll erschreckt. Auf einmal hängt hier so ein Ventilator neben mir. Oh mein Gott. Ich bin jetzt echt erschreckt. Auf einmal war der da. Aber es ist eine gute Idee. In so einer Mine ist es ja ganz schön warm, ne? Eine sehr gute Idee. Na, ich weiß jetzt nicht, ob das zu viele sind, aber das denke ich mal. Drei Stück. Ich habe ein paar mehr jetzt platziert, aber ich glaube, das ist jetzt too much. Müssen wir mal schauen. Also hier geht es dann raus auf jeden Fall. Du kannst ja mal eben gucken kommen, Miri. Wo ich jetzt bin. Weil hier werden wir das nächste Gebäude bauen müssen. Und du bist ja unsere Gebäudeverantwortliche. Hier oben geht es dann ja raus. Dann soll hier links oder hier irgendwo auf dem Berg Gebäude entstehen. Wie auch immer das dann ist, weiß ich noch nicht. Den Berg kann man natürlich auch noch anpassen. Vielleicht haben die Zuschauer eine gute Idee, was man hier oben auf dem Berg machen könnte. Könnt ihr mal Vorschläge in die Kommentare schreiben. Daniel will ja irgendwie sowas wie ein Restaurant oder so dahin machen. Das war nur eine Idee. Wir können auch gerne was anderes dahin bauen. Also wenn ihr gute Vorschläge habt, immer her damit. Ein Café zum Beispiel haben wir ja schon und das ist auch nicht so weit weg von hier. Deswegen lasst euch mal irgendwas Innovatives einfallen. Genau. Lasst euch mal was Schönes einfallen. Das ist auf jeden Fall super. Wir könnten vielleicht hier unten noch irgendwie Toiletten oder so einbauen, Miri. Irgendwo. Ja, weil dann könnte man einmal hier raus dann zu dem, was der beste Zuschauer uns schreibt. Ja. Und dann können wir einmal quer so durch den Berg durch und dann kommst du ja hier hinten, also auf der anderen Seite des Geheges praktisch wieder raus. Ja. Wo bist du jetzt gerade, dass wir das mal eben nachvollziehen können? Sehe dich gerade nicht. Ach, da fliegst du, okay. Ja. Also hier durch. Dann würde man hier wieder rauskommen. Ja. Und dann könnte man ja hier auch wieder einen Weg lang führen. Ja, stimmt, cool. Also je nachdem, wo man dann reingeht, da oder da. Ja, man könnte ja sogar hier rauskommen und in den nächsten Berg wieder reingehen und hier dann noch einen Zwischenweg hinführen oder so. Mega cool, die Idee. Also ich glaube, das kann echt cool werden hier mit den Bergen, wenn wir das alles so miteinander vernetzen und verbinden. Stelle ich mir schon sehr, sehr nice vor. So, ich habe das jetzt erstmal so ausgehoben hier. Vielleicht können wir nochmal mit diesen Reinforced Frames hier ein bisschen arbeiten, um das abzurunden. Das finde ich vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich glaube, damit sollten wir eh öfter arbeiten. Das Ganze nicht so eckig aussieht. So, vielleicht können wir es da oben auch noch hinmachen. Miri probiert da unten, glaube ich, gerade auch noch irgendwas aus. Können wir uns ja gleich mal zeigen. Diese Schrägen sind manchmal echt komisch von der Farbe her. Ich weiß nicht, woran das liegt. Seht ihr, dass das hier so dunkel ist? Ich glaube, das liegt daran, dass es gerade nicht genug ausgeleuchtet ist oder so. Kann das sein?
komisch, ne? Ich glaube, ich lasse das hier. Die mache ich, glaube ich, noch einen runter und dann passt das erstmal. Können wir ja später immer noch ein bisschen verschönern. So, dann haben wir hier schon mal den Ausgang sozusagen nach oben. So, und das letzte Element, das machen wir jetzt gemeinsam. Ist endlich fast geschafft. Jetzt ganz schön viel Arbeit. Ich habe jetzt hier halt den kompletten Gang ausgestattet mit diesen Stützpfeilern, so wie wir es gemacht hatten. Und die Miri hat hier ein schönes Deko-Element noch eingebaut. Finde ich sehr, sehr nice. Hier so ein kleiner, ja, Minenbereich, Minenarbeiterbereich. Sieht sehr cool aus. Zwischendrin. Und ansonsten ist der Gang halt schon sehr lang geworden. Geht jetzt einmal komplett durch den Berg durch. Und dann geht es da vorne irgendwann weiter. Hier erstmal mit einem Weg, glaube ich. Das macht Miri, glaube ich, gerade schon. Und wahrscheinlich dann auch wieder hier in den anderen Berg. Da müssen wir dann mal gucken. Ich weiß gar nicht, was die Miri gerade plant. Was machst du denn gerade? Gerade immer noch am Eingang vorne. Hm, okay. So, hier müssen wir auf jeden Fall noch eine Reihe hinmachen. Versuche im gleichen Stil zu bleiben. Ja, vielleicht müssen wir auch hier so ein Häuschen oder so hinbauen, da bin ich mir nicht so sicher. Aber wir machen das jetzt erstmal im gleichen Stil durch, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben. So, und dann haben wir es gleich hier schon geschafft. Dann sind wir in Freiheit. So. Damit haben wir den Minengang komplett durchgezogen. Also man kann jetzt hier komplett das Stück durchgehen. Hier geht es dann zu der Mine. Hier geht es nach oben. Irgendwann zum T-Rex-Gehege, was auch immer hier hinkommt, ein Restaurant oder was auch immer ihr für Ideen habt. Und dann kann man den T-Rex beim Abspacken zugucken. Der dreht ja gerade komplett durch. Okay. Und ja, da hinten haben wir halt noch unser Rexy-Skelett. Da vorne. Finde ich auch sehr cool. So, ich werde jetzt hier versuchen, einen ähnlichen Eingang vom Stil her zu machen, wie die Miri das schon gemacht hat auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob ihr den gerade vor Augen habt. Aber ungefähr an den Stil möchte ich mich dann halten vom Eingang, denke ich. Das sollte ja eigentlich machbar sein. Denke ich mal. Hier bräuchten wir halbe, die habe ich sogar schon hier. So, das ist schon mal sehr gut. Dann hatten wir, glaube ich, welches war dieses rote Holz nochmal? Weißt du das, Miri? Das war Akazien, nee, Akazien wahrscheinlich. Okay, Akazien. Aber ich glaube, du hattest... War das da auch schon rot? Weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, ob du da schon rot benutzt hattest. Aber irgendwie so ähnlich war es auf jeden Fall. So, machen wir mal kurz hier noch eine Reihe vor. Und dann müssen wir gleich noch sowas wie ein Dach da erschaffen. Dann ist das mit dem Baum hier weg. Das muss auch noch so ein bisschen weg. Ja, dahinter kann sogar der Stein bleiben. Das hattest du soweit auch so. Hier mache ich auch nochmal Holz hin. So Leute, passt auf. Wir machen das jetzt mal so. Rot. Rot. Schwarz, 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 schwarz. Und ich glaube, das andere war nämlich auch bei dem Zaun Fichte, wenn mich nicht alles täuscht. Da war, glaube ich, Fichte drin. So. Und dann hat es noch diese Bretter da. Der Rex ist ausgebrochen. Ja. Oh, der kriegt voll Schaden. Kannst du ihn füttern? Scheiße. Oh mein Gott. Okay. Oh. Wieso bricht denn der noch aus? Ich hab's gesagt. Ja, aber wie können wir den denn dann stillstellen? Oh mein Gott. Ich bin doch eigentlich der... Ich hab ihn doch gezähmt. Der ist doch auch noch gezähmt, oder nicht? Der Dandy-Mann. Ja.
Er ist noch am Start, so. Leute, könnt ihr uns das mal in die Kommentare schreiben, wie man es hinbekommt, dass der Brax nicht mehr ausbricht? Müssen wir den Zaun aus einem anderen Material bauen oder kann man den irgendwie ruhig stellen oder irgendwas? Weil, ist halt doof, ne? Vor allem, der ist zum zweiten Mal jetzt an der gleichen Stelle ausgebrochen. Der hat hier alles kaputt gemacht. Holy shit. Hm. Ah, der ist auch schon vorher wütend gewesen. Guck mal, der hat hier die ganze Wand eingerissen. Oh ja. Alter. Also wir bauen das jetzt erstmal provisorisch zu, würde ich sagen. Und schreibt es mal in die Kommentare. Also wir brauchen auf jeden Fall eure Hilfe, weil der Rex macht bis jetzt nur Probleme. Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde sagen, Miri, wir nehmen jetzt ja schon ein bisschen auf. Wahrscheinlich ist die Folge nicht so lang geworden, weil ich habe hier halt sehr viel gebuddelt und so. Da werde ich das meiste wahrscheinlich rausschneiden. Ich würde trotzdem sagen, das war die heutige Folge. War ja auch sehr spannend. Ihr seht schon, Miri, die bereitet hier schon ordentlich weiter vor für neue Bauten und sowas. Und schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, wie wir das mit dem T-Rex hier hinbekommen, dass der hier nicht mehr ausbricht und nicht mehr alles kaputt macht. Und was wir hier oben hinbauen sollen, da könnt ihr auch gerne Ideen äußern. Und ansonsten natürlich immer Ideen, Verbesserungsvorschläge und ja, Anmerkungen. Genau. Und nicht vergessen, uns vorzuschlagen, was wir hier bauen sollen, hier oben. Genau, das ist ganz wichtig. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und wie immer hat Miri das letzte Wort. Böser Rex.